Ja, Andi, leider nach 2-2-1-Führung eine 5-Satz-Niederlage. Was hat denn heute entschieden aus deiner Sicht? Entschieden hat definitiv Monet was zu, also im vierten und im fünften Tor ist einfach, dass er da jeweils, also speziell im fünften ist Break, was er gekriegt hat, war, denke ich mal, unnötig mit 2-3 Eigenfehlern zu früh und so hat es entschieden. Im fünften Tor hat es immer schneller leid, ist das ist eher an das Break gelungen und auch mir und das war die Niederlage. 22 Sätzen, wie gesagt, geführt. Eigentlich hat es 3 Sätze lang relativ gut ausgesehen, muss man sagen. Schon, ja. Ich habe ein gutes Gefühl gehabt, speziell auch beim Aufschlag. War solide, denke ich mal, von Anfang an. Leider in der Lazio muss man auch sagen, muss man auch zu einer starken Partie gratulieren. Fühlt sich da sicher wohl, ist auch sehr stark. Also, ich denke mal, sein Lieblingsbelag da. Er hat genauso stark serviert. Kaum Chancen gehabt, dass er ihn prägt. Er war vielleicht in den entscheidenden Situationen einfach ein bisschen konsequent und hat im Endeffekt wahrscheinlich verdient gewonnen. Hast du ihm im fünften Satz nicht vielleicht auch ein bisschen zu sehr das Kommando überlassen? Schwer zu sagen. Ich denke nicht unbedingt. Also, ich habe immer versucht, mit dem Aufschlag jetzt aggressiv zu spielen, jetzt die Vorwechsel zu dominieren. Aber wie gesagt, mir ist das eine Game nicht gelungen. Ich habe in dem Game 2 Eigenfehler zurück gemacht und das war der Unterschied im fünften. Sonst habe ich jetzt nicht einen Unterschied gesehen. Im dritten Satz hast du dich behandeln lassen, wir haben schon gehört, das war wegen Muskelschmerzen. Was war da genau los und wie sehr hat dich das dann behindert? Ja, am Ende vom dritten Satz einfach ein bisschen im Muskel, ein bisschen im Zwicken gespielt. Das ist aber dann Ende vom vierten, wenn man sich Ende vom dritten, Anfang vom vierten, habe ich ein bisschen beim langen Aufschlag alles immer wieder gespielt. Ist aber weggegangen komplett, Ende vom vierten und im fünften Satz war ich wieder voll fit. Ja. Das war jetzt irgendwie, habe ich nicht behindert, aber war gar keine Durchung in die Partie jetzt verloren habe. Deine Bilanz gegen Lukas Laczko liest sich jetzt, wenn ich mich nicht täusche, bei 0-3. Kein Spieler, der da sonderlich liegen dürfte, oder? Habe ich selber gar nicht gewusst, aber ich glaube, die Mitte 21 Jahre sind schon lange her. Das sind schon länger her, natürlich, ja. Ja, ich meine, er ist ein sehr guter Spieler. Ich glaube, er spielt da jetzt wesentlich besser, wie er eigentlich ist. Momentan ist er vorher schon weiter vorne. Speziell auf so einem Boden. Er spielt ja auf einer relativ zügigen Hauptplatz immer sein bestes Tennis, von dem er, glaube ich, schwierig in dem und liegt da natürlich nicht, wenn man so konsequent spielt und so stark als er wird. Der 0-1-Rückstand durch Dominiks Niederlage hat alle wahrscheinlich oder die meisten ein wenig überrascht. Wie belastend war das für dich vielleicht auch damit, im 0-1 in den Rücken? Ja, überhaupt nicht eigentlich. Also ich konzentriere mich auf mein Match, das ändert jetzt sich vor der Situation nichts. Sicher ist wie ein Arzt mit dem Rücken angenehm zum Spülen, aber deswegen, das heißt nicht, wenn man als Arzt mit hinzieht, dass das mich irgendwie behindert oder so. Ich konzentriere mich auf mein Match und Dominik, sein Gegner, hat halt, denke ich mal, extrem stark gespielt und sein bestes Tennis gespielt. Und von dem her, das war es halt, war mal so hin. Ja, ich wollte dich hier gerade auf das Match ansprechen. Wie sehr, also wie hast du es denn erlebt, beziehungsweise wie sehr macht dir denn die Leistung von Gombosch Angst, falls du vielleicht am dritten Tag gegen ihn spielen solltest? Angst macht es überhaupt nicht. Also ich kenne ihn ja von den Turnieren. Also das heißt ja jetzt nicht, dass der noch bei 2-2 spielen würde, also von dem her Angst macht man die Leistung gar nicht, aber ich weiß, dass er sicher selbst daran hat und gut spielen wird, aber ja, jetzt konzentriere ich mich ehrlich gesagt nicht am Sonntag, sondern jetzt heißt es einmal morgen den ersten Punkt zu holen, zu verkürzen und dann kann man weiter schauen. Das bringt nichts jetzt auf die Einzel zum Schauen und das ist zu weit weg, jetzt ist einmal der morgige Tag wichtig und da versucht man zu verkürzen. Wir wissen, Österreich hat noch nie ein 0-2 aufgeholt. Wie sehr glaubst du noch an einen Sieg? Ich glaube schon an einen Sieg. Also es wird nochmal Zeit, dass wir das schaffen, 0-2 zum Aufholen. Und ich glaube auch daran. Ich denke, wir haben ein starkes Doppel-Urspiel spielt mit Alex, der Nummer 3 in der Welt. Ich denke, wie gesagt, es ist wichtig, einmal auf das Doppel zu konzentrieren und dann kann man weiterreden. Jetzt gar nicht über 3-2 nachdenken, sondern einfach über Match für Match und jetzt einmal auf Satz 2 verkürzen. Okay, alles klar. Danke dir. Danke.